Ja, log. Da drin ist sie. In dem Buch da. Aus dem 16. Jahrhundert. Als Bübel in der Schule während dem Zweiten Weltkrieg bei einer Altpapiersammlung habe ich die gefunden. Und seither begleitet sie mich. Gell? Gell? Und heute, was machen wir Menschen? Ja, wir suchen den Menschen überall. Was wird nicht alles jetzt uns entgegengetragen durch die Medien, durch die Zeitungen, also die unwahrscheinliche, grauenhafte Not, in der wir weltweit stecken? Ich denke jetzt nur an die Peshawar, die Katastrophe. Was ist der Mensch? Was sind wir? Weihnachten gibt es Antwort. Und die Bibel gibt uns Antwort. Los, da hat letztens ein Wirtschaftskapitän gesagt mir, weißt, wir haben alle Jahre Bilanzsitzung und da wird jedes Mal ein Leitsatz an die Wand angeschrieben. Letztes Mal, der Mensch in den Mittelpunkt. Der Mensch in den Mittelpunkt. Das wär's ja. Aber weißt du, was rauskommt immer wieder? Der Mensch als Mittelpunkt. Und da müssen wir schon, wenn wir überlegen, zugeben, das muss ändern. Das muss ändern. So, wenn ein Zwingli gesagt hat, nämlich, das zeigt er, als er dem Franz I. In einem Brief schreibt, der letzte Tag ist gekommen, nicht der allerletzte, wo Gott die Welt richten wird, sondern der Tag, an dem sich alles verändern muss. Wir sind jetzt dran. Und Weihnachten wird für uns bedeuten, jetzt tanzus hoses ecus, jetzt dran, mit dem Bibelwort, mit dem Zeugnis, mit der Diakonie. Denke jetzt mal an Zwingli. Ich fühle mich in seiner Nachfolge, ich bin kein Zwingli, ich bin ein Zwängli. Aber der muss haben. Er hat natürlich als Sozialethiker Unwahrscheinliches geleistet. Und man muss ruhig sagen, 300 Jahre vor dem Marx hat er auf die gesellschaftliche strukturelle Ungerechtigkeit hingewiesen. Ja, also Bodenschulden, was ist nicht alles? Geldwirtschaft, ohne weiteres. Reichtum. Die Reich hat er ein bisschen aufs Korn genommen, nicht nur ein bisschen. Hat er gesagt, ja, sie müssen goldige Ring tragen, wie die Schweine. Und man müsse eigentlich im heißen Wasser süden. Ja, harte Sprache. Wenn man natürlich heute denkt, dass unser Land, so hat einer gesagt, von den Wissenden, ja, es gibt da einen sozialen Feudalismus von den Reichen. Du um Himmels Willen, die Armut. Der Zwingli hat den Mushafen errichtet bei der Predigerkirche. Und zwar hat den Armen Suppe verteilt und ein Stück Brot. Nicht einfach aus Barmherzigkeit, sondern ihm ist von der Reformation her ums Volk gegangen. Unser Volk. Ja, der Luther hat gefragt, wie kommen wir zur Gnade? Und der Zwingli sagt, wie kommen wir dazu, dass unser Volk, wir, den Willen vom lieben Gott leben? So nöch. Also der Mushafen, wir haben heute wiederum die Not von den Armen. Und wir hören ja, was da geht. Ja, dass zum Beispiel die Sozialleistungen zurückgehen und vor allem die Armen betreffen. Was soll's? Also der Sozialethiker, der tatsächlich dann den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und mit seiner Reformation ja
unwahrscheinlich darauf hinweist, wie Gefahren da sind. Nun, Herr, selbst den Wagen halt. Bald abseits geht's uns die Fahrt. Andere Fakten vom sozialen Leben aufgenommen hat. Aber eben, Weihnachten, es geht um Menschwerdung. Menschwerdung. Dass jeder in unserem Land könnte spüren, ich bin angenommen. Ich bin gern gehabt. Ich gehöre in die Gemeinschaft. Ich bin dabei. Und letztlich jetzt Weihnachten. Ja, Weihnachten, dass es nicht einachtet. Dass wir uns wirklich zusammentun können. Und als Volk neue Wege gehen. Bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Bei aller Klimaerwärmung. Bei all diesen Nöten. Entgegensteuern. Verändern. Wie heisst es? Der Mensch gewordene, der Mensch geworden ist, der Christus, unser Herr. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um heute seine Arbeit zu tun. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um den Menschen von seinem Tod zu erzählen. Wir sind die einzige Bibel, die Öffentlichkeit noch liest. Gottes letzte Botschaft, in Wort und Tat geschrieben. Glauben wir, ihm dienen zu können, ohne ihm nachzufolgen? Eine gute Weihnacht wünsche ich Ihnen allen. Und ich denke an die Kranken, Gefangenen, an die Letzten. Sie gehören ja unsere Mitte. Dann ein Halleluja! Und O du Fröhliche!